Als ich mich nach dem Mittagessen hinlegte, kam der Tod. Er legte seine Hände um meinen Hals, stellte mir den Atem ab und sagte: So. Unserem Gott hat es ganz und gar nicht gefallen, dass Gustav E. Lips durch einen Verkehrsunfall starb. Erstens war er zu jung. Zweitens seiner Frau ein zärtlicher Mann. Drittens zwei Kindern ein lustiger Vater. Viertens den Freunden ein guter Freund. Fünftens erfüllt von vielen Ideen. Was soll jetzt ohne ihn werden? Was ist seine Frau ohne ihn? Wer spielt mit den Kindern? Wer ersetzt einen Freund? Wer hat die neuen Ideen? Dem Herrn, unserem Gott, hat es ganz und gar nicht gefallen, dass einige von euch dachten, es habe ihm solches gefallen. Im Namen dessen, der Tote erweckte, im Namen des Toten, der auferstand, wir protestieren gegen den Tod von Gustav E. Lips. Wie ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, wann ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt's eine Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt's keine Auferstehung der Toten?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt. Die Auferstehung derer, die leben. Ich weiß nur, wozu er uns ruft. Zur Auferstehung heute und jetzt. Er schwitzt Blut. Darum sagt er, wein nicht. Er wird aufgegeben. Darum sagt er, gib nicht auf. Er wird verkauft. Darum sagt er, rechne nicht aus. Er wird verurteilt für seine Sache, den Himmel. Darum sagt er, sieh hin, die Erde. Er fürchtet sich vor gestern, vor heute, vor mir, vor dem. Darum sagt er, fürchte dich nicht. Alle haben gewusst. Viele haben gewusst. Manche haben gewusst. Einige haben gewusst. Ein paar haben gewusst. Wenige haben gewusst.
spricht nicht von Vergiftung der Flüsse, sondern von Wasserverschmutzung. Jetzt werden die Giftmörder vor Gericht behaupten, ihre Opfer wären an Verschmutzung gestorben. Die Dunstglocke läutet leiser als das Sterbeglöckchen. Aber die Leidtragenden wissen, was die Glocke niedergeschlagen hat. Wir leben noch, obwohl man Mut zum Atmen braucht. Wie heißt es doch? Es geht uns gut, solange der Schornstein raucht. Entgegen jeder Erwartung, anstelle eines anderen, auf zwei Schultern tragend, ohne gelben Stern, Kraft meiner Tüchtigkeit über meine Verhältnisse, ungeachtet des ersten Krieges, ungeachtet des zweiten Krieges, infolge Nichtbenutzung des Gedächtnisses zwecks Wiederholung des Gehabten. Diesseits der Mauer, gegenüber Hiroshima, nicht schlecht. Abel, steh auf!
Es muss neu gespielt werden. Täglich muss es neu gespielt werden. Täglich muss die Antwort noch vor uns sein. Die Antwort muss ja sein können. Wenn du nicht aufstehst, Abel, wie soll die Antwort, diese einzig wichtige Antwort, sich je verändern? Wir können alle Kirchen schließen und alle Gesetzbücher abschaffen, in allen Sprachen der Erde, wenn du nur aufstehst und es rückgängig machst, die erste falsche Antwort auf die einzige Frage, auf die es ankommt. Steh auf, damit Kain sagt, damit er es sagen kann, ich bin dein Hüter, Bruder. Wie sollte ich nicht dein Hüter sein? Täglich steh auf, damit wir es vor uns haben, dies, ja, ich bin hier, ich, dein Bruder. Damit die Kinder Abels sich nicht mehr fürchten, weil Kain nicht Kain wird. Ich schreibe dies, ich, ein Kind Abels, und fürchte mich täglich vor der Antwort. Die Luft in meiner Lunge wird weniger, wie ich auf die Antwort warte. Abel, steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns allen. Die Feuer, die brennen, das Feuer, das brennt auf der Erde, soll das Feuer von Abel sein. Und am Schwanz der Raketen sollen die Feuer von Abel sein. Das könnte manchen Herren so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen. Die Herrschaft der Herren, die Knechtschaft der Knechte bestätigt wäre für immer. Das könnte manchen Herren so passen, wenn sie in Ewigkeit Herren blieben im teuren Privatgrab und ihre Knechte, Knechte in billigen Reihengräbern. Aber es kommt eine Auferstehung, die anders, ganz anders wird, als wir dachten. Es kommt eine Auferstehung, die ist der Aufstand Gottes gegen die Herren und gegen den Herrn aller Herren, den Tod.